Sie, das reicht vielleicht Ihnen, aber nicht mir. Sie, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann wird das einfach ein Mensch grundlos erschlagen. Das ist Georg Lüftel, hochbezahlter Lohnschreiber der Fernsehbranche, der hier eben seinen Job an den Nagel hängt. Sie wollen aber in meinen Büchern, da streichen Sie nicht herum. Um endlich in Ruhe einen großen Roman schreiben zu können, möchte er die Tohuwabohu mieten. Aber das Schiff ist noch nicht startklar. Er kann auf einmal richtig arbeiten. Über dann. Ja. Reicht's halt bald als Bettelklau oder der Aria. Verfetzt, wa? Na klar. Sensationsreporter Holger Jensen wittert eine Story. Gemeinsam mit der Fotografin Sandra Kern fährt er an den Ort des Geschehens. Noch ahnen Dr. Zack und sein neuer Partner Branko nichts, aber sie können mit der Hilfe ihrer Freunde rechnen. Schweigt ein Havratil wie ein Grab. So ist es und ich schließe mich dem an. In alten Weinkeller! Remi-Demi für Touristas! Wir bauen um! Modern! Sie kriegen Freikarte, Ehrengast! Geschenkt für Dichter! Josip! Josip! Was steht da ran? Ich war ein bisschen Zirkus, Mann! Nee, man ist ein Artist! Lass machen! Man ist nicht ein Artist, verstehst du? Jetzt werde ich zeigen. Hey! Hey! Was steht da, bitte? Ha? Steht da, bitte? Skazi die Männer! Was lasst ihr mit da, die Mami? Wir haben nicht ein Diskothekenlokal! Arazumel! Man ist ein Tibre, nicht ein Diskolo-Wanschowek! Šta ti to vičeš? Hej, kaži mi, šta vičeš? Das war eine ungeile Nacht. Oh, das war mal Loche für die Knochen. Du schaust tatsächlich etwas zerknittert aus. Ich hab Sachen mit dir geträumt, da bin ich jetzt noch von den Socken. Ich war mit dir auf Wolke 7. Oh, hast du dich dabei verletzt? Was denn? Hör ich Mitleid oder ist es Radio? Gut. Dann zeig mir mal, was du kannst. Jogger um den Sprit. Logo, meine Sahneschnitte. Und was ist mit uns zwei Bede? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wie herzlos muss ein Mensch sein, um so ein Prachtexemplar wie mich an der Schwelle japsen zu lassen. Weiß Gott, wo hier ein Zapfhahn ist. Ja, du wirst dich eben durchfragen müssen. Bei deinem Sprechtalent kann das ja wahrlich kein Problem sein hier. Schau dir das an. Fuzzi reitet wieder. Hey, Mann. Pass auf, dass der Wind nicht aus dem Hemde pustet. Sandra, was ist denn Benzin auf Jugoslawisch? Petrol, Benziner. Benziner für den Ofen da. Benziner. Du, hör mal, sobald ich zurück bin, brettern wir nach Wallon. Heute finden wir den Zapfano. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Petrol. Da. Ach, zu schön, wenn man hier so in der Sonne sitzt, ne? Klingt vielleicht albern, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier immer jünger. Alter ist ja keine Frage der Jahre. Die Blume blüht im Verborgenen, bis die Sonne sie sanft küsst. Oh Mann, du hast ja einen netten Hauch von Poesie heute, aber auch einen gewaltigen Hauch von Knoblauch. Ja, Knoblauch ist gesund, überlebt länger. Länger schon, aber auch sehr einsam. Oh, schwinge, Mamsche, verzeiht, das habe ich nicht gewusst. Entschuldige. Ich glaub dir sowieso kein Wort. Aber weißt du, deine Komplimente sind so gut für den Teint meiner Seele. Ja. Der Teint meiner Seele? Das ist schon klingt.
Wir sind alle poetisch ein bisschen vergiftet. Der Einfluss von unserem Goethe macht sie bemerkbar. Verrückter ist das. Und wer sagt meine Fensterscheibe? Ich bin ein gutmütiger Trottel. Ja, gutmütig schon, aber kein Trottel. Was eben Herz für Meschugene. Meschugene? Meschugge, warum du mir beschimpfen? Das ich muss du, mir nicht gefallen lassen. Was, du hör doch auf. Meschugge ist doch nichts Böses. Meschugge ist, wenn ich zwar merke, dass du die Asche von deiner Zigarette hier hast, in meinen Kaffee fallen lassen. Oh, bring ich einen frischen Kaffee. Nein, ich nehme dir das nicht übel, denn ich weiß ja, du hast es nicht böse gemeint. Die Asche wird sich auflösen und ich werde den Kaffee in Ruhe trinken. Siehst du, das ist Meschugge. Dann, ich bin Meschugge. Darf ich jetzt frischen Kaffee bringen? Hm? Kann ich nichts halten! Gib mir doch Sinn! Sinn! Ich brauche drei Dinge im Leben. Ruhe! 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 Warum schreit sie ärgerlich so? Der Einzige, der hier laut ist, sind Sie! Können Sie nicht ein bisschen ruhiger sein? Malo die Schiene. Wie? Ein bisschen Dusch. Sie, das Einzige, was ich hier schreiben kann, ist ein Katastrophenbericht, aber kein Entwicklungsroman. Sehe gleich wieder gut. Sie zahlen nichts. Reparatur macht Josip. Herr Lüftel, Sie haben die fehlgeleitete Energie eines Unglücklichen. Sie, Ihre witzig sein wollenden Einschätzungen meines Gemütszustandes interessieren mich nicht. Danke. Na, bitte. Was interessiert Sie dann? Also, grundsätzlich interessiert mich ein ruhiges Zimmer, ne? Danke. Meine Liebe. Der Herr dankt. Ist mir Schuge. Ich schon verstehen? Ich hab dem Herrn Wirt ausrichten lassen, dass Sie sich bedanken, nicht? Geistig. Bitte, der ist ja nicht einmal imstande, dass er sich selber ein stilles Kammerl findet, wo er seinen Entwicklerroman entwickeln kann. Ne? Also wenn Sie hier drin kein stilles Kammerl haben, dann können Sie Ihr ganzes Leben lang durch die ganze Welt laufen und Sie werden es nicht finden. Was will der von mir? Wissen Sie, warum ich Ihnen jetzt ein ruhiges Kammerl verschaffen werde? Nein. Ich möchte Sie erst die Augen verlieren. Sie gehen mir auf die Nerven. Ja, das verstehe ich. Ja. Sie, wegen dem Zimmer. Josip! Mit Technik du Genie, aber mit Leiter du Idiota. Enrico, komm, machen wir Probe. Komm. Einmal. Gehört? Nicht gehört, gelesen. Gelesen. Ich habe einmal gelesen. In Zeitung. In Zeitung. Nein, das geht nicht. Das hat keinen Sinn. Na gut. Komm, machen wir Pause. Susan, komm her, Susan, komm her. Was sei denn mit dir los? Sprechen dich aus. Irgendwie taucht die Vergangenheit auf wie ein Zaubertrick. Ich glaube, ich habe noch etliche unerledigte Akten in mir. So wie blinde Passagiere. Zu sehen, Kreis im Meer werden immer größer. Wenn ich nicht schmeiße Stein, dann es geben keine Kreis. Wenn man will machen Freude Menschen, dann immer wieder muss man schmeißen einen Stein. Dann verbreitet man Freude wie tausend Kreise. Ein Stein. Noch ein Stein. Und wieder.
ein Stein. Ein Stein. 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 Du, das hat's in meiner Jugend auch schon gegeben. Nett deine Idee mit den bunten Lampen. Was? Hab ich gar nicht gewusst, dass solche künstlerische Ader in dir ist. Du, die solltest du ein bisschen ausbauen. Danke! Ich könnte dir ja dabei zur Hand... Ja, ich meine, ich könnte dir doch zur Hand gehen in deinem Gasthaus. Ich könnte doch mitarbeiten als Gastarbeiter. Wo du doch die Doppelbelastung hast mit deinem Rockpalast. Nein, bei uns, gute Frau in Küche und nix im Gasthaus, ist Männersache. Und du kannst nicht reden Serbo-Kroatisch. Na, hör doch mal zu, sei doch mal still. Tichina Molin! Ja, siehst du, das wollte ich ja gerade mit dir besprechen. In Ruhe. Gdjenje Kolodwo. Du Plemplem, wie soll du mich fragen, wo geht zum Bahnhof? Das ist doch Serbo-Kroatisch für Anfänger. Und bis zur Lektion, wo geht das hier zum Strand? So weit bin ich eben noch nicht. Danke für die Vermittlung des Zimmers, aber ich muss Sie jetzt leider bitten, ich möchte arbeiten. Ach so, ich verstehe. Gut genug, dem Herrn Dichter als Lakai zu dienen, bin ich. Aber mit einem Lakai reden wir ja nicht. Ne? Verstehe, ich gehe. Geschamps der Diener. Aber nein, bitte, so war das doch nicht gemeint. Schatzi, es ist nur, ich habe nur gerade so den Durchstieg. Ne? Ich fühle so einen Schaffensdruck in mir. Ja, das ist schon schlecht. Lass uns auf ein bisschen wenden. Zug. Das kenne ich, zu viel Druck kenne ich von der Espressomaschine. Ja? Wo zu viel Druck ist, geht gar nichts mehr. Nur heiße Luft. Ne? Sie müssen ja Oberstübel entlüften, Herr Lüftel. Wie ist dein Hirn noch? Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich pfeife auf Ihre Lebensberatung. Bitte. Ich danke Ihnen für das Zimmer. Aber jetzt, bitte lassen Sie mich jetzt endlich rein! Ich war immer im Tor. Der Panther von FC Hernals, die Katze, haben mich die Fans des Fußballsports benannt. Sie wirken so frustriert. Aber was Schrecklichem schreiben Sie? Tja, also Ihnen das erklären zu wollen, das ist, als wenn man einem Karpfen das Geigenspielen beibringen möchte. Aber ich mache es Ihnen einfach. Schauen Sie, mich interessiert der ideale Mensch. Das ist ein Blödsinn. Den gibt es nicht. Woher nehmen Sie die Kraft, an sowas zu glauben? Sagen Sie, womit vergeuden Sie eigentlich Ihre täglichen 24 Stunden? Hm? Mit nichts. Sitzen. Liegen. Bin ein notorischer Nichtstuer. Ja. Was? Hallo! Wie gefällt Ihnen das Zimmer? Wie? Das gibt's nicht. Spende für Gemeinde. Und jetzt? Was wollen Sie trinken? Stochette Pitti. Stochette Pitti. Stochette Pitti. War das richtig? Das. Ach, schön, wenn man sich ein bisschen verständigen kann, nicht? Warum können wir nun nicht alle die gleiche Sprache sprechen, die Sprache des Herzens? Da würden alle Schranken runterfallen und ich muss mich hier nicht abrackern. Bravo hat gesagt, ich soll ihm helfen. Ich hole zum Trinken. Sag mal, Mirko, was heißt eigentlich kein Alkohol bei der Arbeit? Nehme Alkohol an Apostel. Ja, nehme mal Alkohol, das bestell deinen Freunden manchmal. Und was heißt, ich hab dich lieb? Volimte. Volimte. Also, du bist doch ein Frechdachs. Hallo, mein Junge. Hast du heute schon einen Apfel gegessen? Du siehst so kernig aus. Sag mal, dein Tipp von Louis Nietzsche hat sich als ein Astra in der Flop erwiesen. Willst du dir noch ein paar einheimische Pieten verdienen? Mhm. Hast du eine Ahnung, wo dieser Zack ist? Das ist leicht verdientes Geld. Kommen Sie mit. Aha.
Wohin denn? Zum Strand. Dort sein Dr. Zack. Ah. Was du nicht sehen mit eigenen Augen, ist Frage, ob es gibt. Aber ich habe es in der Zeitung gelesen. Aber gelesen. Was du nicht sehen mit eigenen Augen, ist Frage, ob es gibt. In der Zeitung gelesen? Frage, ob es das gibt? Was hast du auf deinem Kopf? Mütze. Mütze. Und was hast du unter deiner Mütze? Ja, meine Haare. Aha, die Haare. Und was hast du unter deinen Haaren? Ja, meine Schädeldecke. Die Schädeldecke. Ja. Und was hast du unter deiner Schädeldecke? Mein Hirn. Ah, dein Hirn. Und hast du das schon gesehen? Ja, natürlich nicht. Nicht? Nicht. Dann ist es fraglich, ob du eines hast. Wow. Nein. Nein, also der ist tatsächlich sehr hartnäckig. Herr Dr. Zack, wir suchen Sie in der Pampa und Sie lassen am Strand die Seele baumeln. Jensen, Blitzkurier Berlin. Sie können sich die Mühe sparen, Herr Jensen. Ich werde Ihnen kein Interview geben. Also quatsch mal keine Wellen, sonst kippt der Kahn. Meine Leser haben Recht auf Information. Ja, Papier? Aber Sie haben kein Recht auf mein Leben. Pusten dich bloß nicht so auf, Mannequin. Sonst platzen Sie. Ich fahre doch nicht 1000 Kilometer und komme mit leeren Flossen zurück. Ist Berufsrisiko. Wissen Sie, was man machen, wenn man wollen arbeiten und man nicht kommen dazu? Man gehen trinken eine kleine Wein. Do widzenia. Susa. Susa, komm. Wissen Sie was, Herr Doktor, so menschliche Geschichten, das interessiert die Leute. Wir machen das ganz seriös natürlich. Ich weiß doch, wen ich vor mir habe, wa? Also, immer easy going. Cool bleiben, ja? So, jetzt sagen Sie mir mal, warum sind Sie aus Ihrem alten Beruf ausgestiegen? Warum atmen Sie? Naja, also gut, machen wir kein Interview. Warum ich atme? Nur nebbig, weil ich leben will. Sehen Sie, aus demselben Grund bin ich ausgestiegen. Sie sind zufrieden, happy, alles ist high, glücklich, ne? Sind Sie denn glücklich? Sie sehen so schrecklich beschäftigt aus. Wofür schuften Sie so hart? Stellen Sie sich vor, für Knete, so easy ist es. Und das macht Ihnen Spaß, so im Privatleben anderer Leute herumzuschnüffeln. Was ist ein Spaß? Wenn ich's nicht mache, macht's ein anderer Mufti. Also wissen Sie, mit diesem schönen Argument könnte man auch einen Mord entschuldigen. Na, das ist doch wohl eher Ihr Ressort, Herr Rechtsanwalt. Aber wissen Sie was? Machen wir uns doch einfach. Ich stelle die Fragen und Sie antworten. Also, da ist einer, ein hochbezahlter Rechtsanwalt und macht sich zum Klon für ein paar Penunzen von den Leuten. Was ergibt denn das für einen Sinn? Schauen Sie, das Leben hat keinen Sinn, das Leben ist Sinn. Was immer man in seine Lebenssuppe hineintut, so schmeckt sie auch. Und wenn man als Zutat nur Gift und Galle verwendet, dann darf man sich nicht wundern, wenn man ungenießbar wird. So wie Sie. Hier und jetzt. Nun kommen Sie mir bloß nicht mit Tiefgang. Also nun warten Sie doch. Glauben Sie, ich kann meinen Lesern Ihre krause Sülze zumuten? Danke dir, mein Freund. Das brauchen Sie auch nicht. Duschko hat vor dem Interview die Kassette herausgenommen. Sonst hätte ich Ihnen überhaupt nichts gesagt. Wiedersehen. Also jetzt brauche ich einen Hugo. Der Junge hat für mich einen Apache. Oho! So weit Sie sind schon mit Diskotheker. Pausa! Was ist Leo? Ne, Vino. Ultimo. Vino. Schwiegermutter sagt, na boss, nur nimmer Alkoholer. Blöde Sprichwort. Franz! Mein Bein! Gottes Himmel, Schnaps! Schnaps! Im Unfall, ein Killer ist von der Leute gefahren! Bleiben wir, mein Junge. Was war das letzte Bild vor Ihrem geistigen Auge, bevor Sie die Trümmer niedergeschmettert haben? Idiot. Trottel. Aha, verstehe. Schock. Na, Freunde, verschwinden Sie jetzt.
Na, immer mit der Ruhe, Mutchen. Man muss dem Tod ins Gesicht sehen. Oder haben Sie Angst? Sagen Sie mal, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Jenseits? Glauben Sie an ein Weiterleben? Und wenn ja, warum tröstet Sie das nicht? Wenn man kennen dich, dann haben keinen Schreck von Tod. Ich glaube, der kickt das nicht so richtig durch. Ihre Fragen erfüllen den Tatbestand einer schweren Körperverletzung. Jetzt ist Schluss, aus, Feierabend, Ende der Vorstellung. Die zwei müssen ins Krankenhaus, das siehst du doch, oder nicht? Hören Sie mal, pass auf. Langsam! Langsam! Ja, hör mir. Hallo, Sie, Sie, sagen Sie mal. Josip! Josip! Idiota! Artista! Josip, znaš, ja ću tebe. Svojim rukama, znaš, Josip, svojim rukama ja ću tebe skinuti! One lighter! Josip! Hey, du machen schöne Fotobild von Josip vorher, hinher, wenn ich ihn habe erschlagen. Hey, nehm es. Ich nicht sterben! Ich muss noch Diskothek aufmachen! Ja, ich wollte nicht mehr. No, Polako, ich wollte nicht mehr. Stavito, Marco. Katjuschka, jetzt musst du mir helfen. Ja, also ich hätte mir zwar einen anderen Anlass gewünscht, dir zu helfen, aber wenn du weinst, dann mach ran an die Arbeit. Josip, idemo raditi. Ich nehme dir die Arbeit ab. Nun sagen Sie doch mal, was. Also ich weiß nicht. Ich kann jetzt Franco nicht allein lassen. Ich weiß nicht, warum Sie mir so verweigern. Also, lassen Sie mich Sie jetzt können doch mal was zahlen. Bitte, ja. Na, du red nicht so viel, du fahrst schon. Du konzentrierst dich. Na, weißt du? Warum nicht gleich? Die nackte Gewalt. An der Innenseite der äußeren Glastür kroch eine Fliege quer über den Spiegel, dessen nicht aus dem Rahmen fallende Zufälligkeit wie ein Mahnmal im leeren Zimmer stand und Alfons ratlos machte. Das ist so schrecklich. Der Unfall, der da mit unserem Küchenchef passiert ist, tut mir wirklich persönlich wahnsinnig leid. Einerseits. Andererseits muss ich sagen, dass ich schon lange nicht so ein delikates Papperl gekriegt habe. Ach, vielen Dank, mein Jung. Aber statt deiner zuckersüßen Reden solltest du dich lieber mal arbeitenderweise betätigen. Servieren zum Beispiel. Ein hungriger Kellner ist ein schlechter Kellner. Seine alte gastronomische Weisheit. Ja. Bitte, lass mich das erst zusammen essen. Dann werde ich dir die Getränke und die Speisen jonglieren, dass der Rastelli blass wird. Unglaublich. Ungeheuerlich. Zuerst Kreissägen, dann Kirchenglocken. Wie soll man sich da konzentrieren? Können Sie mir das raten, Herr? Havratil ist mein Name. Mit Ihrem schlechten Gedächtnis werden Sie sämtliche Figuren von Ihrem Roman durcheinander bringen. Roman? Haben Sie wörtlich gesagt, Roman? Sagen Sie, wie soll jemand bei dem ständigen Krawall hier überhaupt irgendwas schaffen? Sie, ich verlange ein anderes Zimmer. Bitte, bitte ein anderes Zimmer. Bitte, bitte, ich is jetzt. Du heiliger Bimbam. Ja, Bimbam, genau, das ist das Stichwort. Bimbam, 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 diese Kirchenglocken, brauch Ruhe. R-U-H-E, Ruhe! Die brauche ich auch! Menschenskind, ich habe nach dem Unfall ganz andere Sorgen. Ja, andere Sorgen?
Sie, herzlich. Ich habe einen Orkan von Einfällen gehabt. Das ist nur so aus mir herausgesprudelt. Bitte. Bitte besorgen Sie mal ein anderes Zimmer. Die deutsche Literatur wird es Ihnen danken. Herr Löffler, ich bin hier nicht der Immobilienmakler. Es gibt in Wallon kein Zimmer, weil die Rumpelkammer von der Ivanka war Ihnen ja nicht angenehm. Ja, bitte, bitte, ich habe es mir so eben anders überlegt. Jetzt will ich diese Rumpelkammer. Ich liebe Rumpelkammer. Was Ihnen jetzt nicht fort, das ist mir meine Rumpelkammer. So, jetzt habe ich aber genug. Und wir gehen jetzt zu der Ivanka, weil die hat ja eine Vorliebe für künstlerisch tätige Männer aus München. Wir gehen. Wickerl, vergiss nicht, dass wiederkommen. Du willst doch unbedingt servieren, ne? Ja, Frau Chefin. Selbstverständlich, Frau Chefin. Ja. Bitte. Hoffentlich wird der Wirt bald gesund. Und wie ist Ihre Diagnose, Herr Doktor? Kein Grund zur Sorge. Aber kommen Sie. Die Patienten brauchen Ruhe. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Außer einiger schmerzhaften Prälogen ist den beiden Herren zum Glück nicht passiert. Wir werden die beiden allerdings für einige Routineuntersuchungen 3 Tage hier behalten. 3 Tage? Ist das unbedingt notwendig? Wie gesagt, kein Grund zur Besorgnis. Eine reine Routinesache. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Wirklich, Detzo! Sie können das Zimmer haben, wenn Sie damit zufrieden sind. Ich bin sehr genügsam, äußerst genügsam. Ich liebe das einfache Leben. Aber das Leben ist nie einfach. Ja, nur ruhig, ruhig muss es sein. Ne? Mucksmäuschen still. Fernsprecher. Hallo? Nein, Dunja. Kommen Sie bitte. Ich führe Sie zu Ihrem Zimmer. Ja. Ah, ja. Auf Wiedersehen. Ja. Lagonotscher Nervensäge. Oh, Gott sei Dank. Ich werde es ausrichten. Wiederhören. Baba. Das war Dr. Zack. Ja, und was ist los mit ihm? Es ist den beiden nichts Ernstes passiert. Na, bravo. Er fliegt bleibt wohl die Nacht über hier, um morgen dem Spätzl das Handtal zu halten. Da werden wir dem Kram wohl Gesellschaft leisten müssen, wa? Holger, du hast doch gesehen, dass der an deiner Blitzkurier-Vermarktung überhaupt kein Interesse hat. Also nur kitzel mir mal einer, der dich lachen kann. Auf jedem ist nicht drin, das muss der ihn erzählen, er keine Krempe an den Hut hat. Hallo, wo bleibt denn mein Bier? Das bleibt aber noch drinnen, aber der Mann ist kein Schnellzug. Kommt gleich, bitte sehr. Die Dame, da haben wir gehabt eine Orange und ein Kaffee-Chill. Sehr. Kaffee aufpassen ist sehr stark. Kriegt man leicht Herzklattern. Schau mal, das ist eine gewisse Ähnlichkeit. He? Schwester, nicht? Okay. Nika, wo bleibst du denn? Ja. Na, sie werden ja ganz schön auf Trab gehalten. Wie, Kerl? Chefin ist eine fanatische Anhängerin der 35 Stunden Arbeitszeit. Pro Woche? Pro Tag. Wie, Kerl? Sag mal, schläfst du? Bin schon aufgewacht, immer bei der Arbeit. Du führst einen Pinsel mit einer Geschwindigkeit. Eine Schnecke ist ein Wiesel dagegen. Ach nee, der Wickerl. Er bemüht sich auch mal wieder hier. Das ist ja toll. Ja, so schön. Das hat's wirklich schön gemacht. Weißt du, Schwiegermamschi, jeder Gast braucht seine individuelle Betreuung. Ein bisschen plauschen, animieren, charmant, charmös. So geht das Geschäft in Gang. Nicht? Das mache ich schon. Meine Zeit heute Abend ist die Eröffnung. Da muss hier alles blitzen und funkeln. Nun mal los. Nein. Als Servierkörper ja, als Servierkörper bin ich ein Genie, weil ich einen angeborenen Charme habe. Aber weißt du, rein so handwerklich irgendwie, Manül, eher weniger, da bin ich leicht behindert. Ich keine Ausrede, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das wird sein, mein Wille ist Weg. Wie Nadelstiche brannten die Strahlen der Morgensonne Alfons ins Wetter gegerbte Antlitz. Das ist so ein Blödsinn, so ein Schmarrn. Und überhaupt Alfons, was ist das für ein Name, ne? Ein Name für einen Helden. Ha! Entschuldigen, darf ich reinkommen? Mitten in der Arbeit, unmöglich ist das. Ne? Gut. Ja, bitte.
Ich wollte nur fragen, ob Sie sind zufrieden mit Wohnung? Ja, ja, das ist herrlich ruhig, ja. Eine wunderbare Arbeitsatmosphäre, danke. Sie kommen voran. Mit Roman, meine ich. Ja, 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 ich habe schon einen ganzen Berg voller Ideen. Ich muss das alles nur noch sondieren, ordnen wegen des Spannungsbogens, verstehen Sie? Das alles funktioniert natürlich nur, wenn ich absolut alleine bin, ne? Wenn Sie etwas brauchen, essen oder trinken, ich bin unten im Geschäft. Ja, danke, aber bitte, bitte, ich muss Sie bitten, ich muss arbeiten. Sag mal, verstehst du überhaupt was davon? Ich würde ja nur erstmal die Gebrauchsanweisung durchlesen. Nein, bitte, das nutzt mal an, für ich rede ja nur sehr gebrochen Japanisch. Bitte achte das an. Wird ja eine deutsche Übersetzung dabei sein, nicht? Ja, das schon, aber ich glaube, die klingt genauso. Nein, das kann überhaupt kein Problem sein, bitte. So ein paar Mikrochips für einen Havertil keine Gegner. Pass auf einmal. Das ist ja von einem Japaner geschrieben, der sich beim Deutschen so gut auskennt wie ich beim Japanischen. Bitte. Beintrieb nahmen Sie der Gerätung nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 0 bis 40 Grad. Duschko, wie viel Grad haben wir? 43 Grad. Ja, was machen wir denn nun? Ohne Stereo keine Disco. Ich übernehme die volle Verantwortung. Muss doch irgendwo seine Musikkonserve geben auf der Insel. Du Wickel, Mirko hört gerne Musik. Hat Plattenspieler. Bitte, Mirko, erst. Gegen den Plattenspieler schaut der Kamikaze-Katzenkutschen aus wie das Raumschiff Enterprise. Spielt das überhaupt? Natürlich. Das war damals noch Qualitätsarbeit. Ein Plattenspieler ist wie ein Rolls-Royce. So ist. Mhm. Ich finde da nichts Gescheites, muss ich sagen. Weißt, ich hätte gern sowas wie. Herr schwarze Zigeuner. Herr Kopf, spiel mir, er was er vor. Sowas war klasse. Was anderes. Aber woher willst du jetzt einen Idioten nehmen, der sich in der Disco-Nacht von den jungen Menschen auspfeifen lässt? Mensch, den habe ich doch schon längst, nämlich dich, Wickerl. Und deine Begleitband habe ich auch. Komm, Wickerl. Komm los. Aber morgen zur Frühmesse ist die Orgel samt Organisten wieder in der Kirche, ja? Klar, doch, Hupfel, dafür übernehme ich die Garantie. Und nochmal tausend Dank für die Beweise der christlichen Nächstenliebe, nicht? Ich habe das Gefühl, Wickerl hätte sich diese Form der nächsten Liebe lieber erspart. Das ist eine Schnapsidee. Ich kann das nicht, Käthe. Ich kann es nicht. Schau, du bist geblendet von meiner überwältigenden Ausstrahlung. Das verstehe ich. Aber für die Bretter, die die Welt bedeuten, da reicht meine romantische Erscheinung nicht aus. Außerdem habe ich immer diese Künstlermalaria. Was? Lampenfieber. Das haben alle großen Künstler. Pass auf, Mikro, du hältst dich da raus, ja? Wenn du einen gescheiten Plattenspüler hättest und nicht so einen vorsinnflutlichen Hörapparat, wäre ich jetzt nicht in dem Schlamassel. Also nur halt du mal die Luft an, ja? Valalepa, hochführen und vielen, ja, vielen herzlichen ist Dank. Schon gut. Du traurige Ausbund technischer Schlichtheit. Hat Mirko vielleicht die Stereoanlage kaputt gemacht? Du wirst schon schaffen, Wickel. Die Leute mögen lustige Menschen auf der Bühne. Ja, lustige Menschen erst. Ich bin so fidel, dass ich vor lauter unbeschwerter Heiterkeit in die Fluten der Adria springen könnte, wenn ich nicht so furchtbare Angst vor die Feuerquallen hätte. Bitte, außerdem, was nützt mir eine kompromisslose Show wie die vom Spruce Springsteen oder vom Mick Jagger? Bitte, glaubst du, dass sich die Mädels vor Begeisterung die Leiberl vom Körper reißen, wenn im Hintergrund die Orgel an gregorianischen Choral spielt? Nimmer Problema. Du, keine Angst haben. Ich studiert Musikakademie, Beograd.
Ich spiele alles, was du wollen. Jazz, Funk, Rock. Ja? Du? Ja, da, da, da. Eins, zwei, drei. Also, das ist ja alles in Butter. Wir werden jetzt ein Programm zusammenstellen, das sich gewaschen hat. Ich übernehme die Spielleitung freiwillig. Ich nicht bleiben ein paar Tage im Hospital. Heute Eröffnung Disco. Ich mich kümmern um Geschäft. Was handelt sich doch nur um ein paar Tage? Ihr müsst beide vernünftig sein. Vernünftig? Ich nicht kennen diese Wort. Wenn die vernünftig. Vernünftig? Was heißt vernünftig? Branko und ich sind die vernünftigsten Menschen von der Welt. Außerdem die Eröffnung deiner Diskothek klappt auch ohne dich. Kette macht das mit der linken Hand. Wenn man nichts kann machen, dann eben, wir müssen finden uns ab damit. Ich glaube, es wäre am besten, wenn du fahren zurück nach Wallon. Dort dich man braucht notwendiger als hier. Dobar dan. Dobar dan. Vozačku dozvolu, molim. Bitte? Führerschein, bitte. Führerschein. Sie mich nicht verstanden. Ihren Führerschein, bitte. Ja, wissen Sie, das ist ein Notfall. Es ist Ihnen nicht erlaubt, ohne Führerschein zu fahren. Tut mir leid. Sie werden müssen mitkommen. Ah. Ich glaube, mir lassen auch für die Staatsgewalt ermittelt. Hey, Manneken, hast du Ärger? Lass mal gut sein, ich bring das schon wieder in die Reihe. Hey, Herr Wachtmeister. Das ist ein Missverständnis. Lass mal nicht einen Harten raus. Ich bin der Lenker von der Prachtmobil. Hier, der Polizeigeneral, meine Pappe. Alles okay, ja? Klaro? PKW, LKW, Motorrad, so ja Sonderfahrzeuge. Mit alles, was Räder hat, darf der Big Boss über die Straße knattern. Hm? Nehmen wir Probleme, okay? Nehmen wir Probleme. Nehmen wir Probleme. Momentchen mal, ich komme gleich wieder. Na, was sagst du? Kleinigkeit, ne? Wer überall seinen Senf dazu gibt, ist selbst ein Würstchen. Was hast du denn dem blauen Engel für die Schmierenkomödie bezahlt? Ich hab ein Haar auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich benehme mich wieder beim Herzige Samariter und du denkst immer nur schlecht von mir. Fahr lieber mal hinter uns her und leg schon mal einen Streifen ein. Es gibt bald Arbeit, du Schnecke. Nicht ablenken, wie viel? 5000 Dinar, fällt unter außerordentliche Aufwendung. Tschüss. Ja, das darf doch alles nicht wahr sein. Also ich könnte mal beölen. Einen bescheidenen Mufti wie mich macht ihre Dankbarkeit ja ganz verlegen. Ist doch klar, oder ich dem Kumpel aus der Patsche helfe. Das wäre ja oberaffengeil, wenn ein Advokat wie Sie wegen so einem Mückenschiss eingebuchtet würde. Also wenn Sie unbedingt erkenntlich zeigen wollen, dann bin ich ganz easy angetatscht. Dann schießen Sie direkt am Mann los. Oder warten wir besser, bis wir im Heimathafen sind. Wie? Was? Na, die Story, Mann, das Interview. Habt ihr gesehen, was Slauko aus seinem Weinkeller gemacht hat? Ha? Schön, nicht? Wie geht's? Ah? Probe! Na, da braucht's gar nicht Psst machen. Ich kann es nicht. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich kann es nicht. Du hast doch gehabt, Gostiona. Das ist mir wurscht. Gasthaus, Beisel in Wien. Du dort nie gesungen? Nein. Na? Ja. Ja? Nur manchmal. Aber bitte was anderes. Ich hab Stimmungsmusik gemacht. Fürs Gmiert. Hörst du mich? Sirze, Herzweisen habe ich gesungen, nicht? Ich war ein Nachwuchstalent, das schon, nicht? Manche haben sogar geglaubt, das könnte einmal aus mir eine männliche Nagelmale werden. Nagelmale? Wer ist Nagelmale? Also, wenn du die Nagelmale nicht kennst, gehe ich überhaupt so vor, ja? Du, Wickel, nicht reden, singen. Ha, singen. Tiefer, gib mir einen Ton, also. Ein Ton. Das ist sehr tief. Rede von Wien, nicht denken, das musst du dann durchspielen, sonst fang ich an zum Reden. Das ist gut, ja. Nein. Das ist nichts gut für Diskotheker, das hat nichts Treif, das ist nichts Groovy. Was heißt Treif, Groovy, hörst bitte?
Ich komme aus Otterkringer, nicht mehr aus New Orleans. Oder. Ich komme aus einem anderen Kulturkreis. So singt man bei uns in Wien. Okay, Pickel. Nimm ein Problem an. Check it. Неокречи се, саме лице Андреже. Неокречи се, саме лице Андреже. Musik aus Wien. Falco. Du kennen? Oh nein, der kennt mich auch nicht. Aha, das ist ja keine Melodie. Das ist immer mit dem Hammer am Schädel. Nein, ich brauche das Butterweiche, versteht ihr? Okay, Wickel. Vorschlag. Wir machen, wie sagt man? Wie sagt man was? Kompromiss? Hereinspaziert. Sie werden es nicht bereuen, meine Herrschaften. Studenten und Umweltschützer zahlen die Hälfte. Familien haben natürlich einen Grobpreis. Bitte sehr, hier. Viel Vergnügen allerseits. Susa, komm. Komm, Susa. Pischpa. Aber Wickerl, du zitterst ja. Was zittern heißt? Ich spüre ein mittleres Erdbeben in mir. Was willst du? Bei der Probe warst du doch gut, ja. So findest du? Das ist ja das Schlimme, nicht? Gelungene Generalprobe heißt schlechte Premiere, nicht? Das ist ein Sprichwort bei uns Unterhaltungskünstlern. Mein Gott, nein, wie gut könnte es mir jetzt gehen, wenn ich von der Leiter runtergefallen wäre. Ihre Karte, bitte. Es geht los. Ich glaube, ich habe mehr Lampenfieber als Wicker. Und solche Menschen, wenn ihm bloß das Herz nicht in die Hose sagt, wollen sie auch noch rein. Bitte sehr. Kommt ihr rein. Ausverkauf. Meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Mesdames, Messieurs. Drugarice i Drugovi. Wir präsentieren stolz den Unterhaltungskünstler Vico Haradil. Geht auf an Wien, nicht denken, sonst fang ich an zum Rehen. Tausend Bücher sieh ich, die vergieße ich auch nie. Es war mein Leben, es war meine Jugend daheim. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich Wien zwar gern, doch jetzt sitz ich am blauen Meer und nicht am Brauder Stern. Ich singe jetzt den Sommerhit von Sonne, Sand und Wasser. Ich sing fast wie der Jackson Mike, nur bin ich etwas blasser. Jackson Mike, nick, nick. Jackson Mike, nick, nick. Ich bin wie ein Sparodida, ich steh sie auf die Adria. Ich bin wie ein Sparodida, ich steh sie auf die Adria. Rasnitschi, Tschewabtschitschi, Pommes und ein Bier. Sonnenbrand am Wellenstrand, deswegen sind wir hier. Rasnitschi, Tschewabtschitschi, Pommes und ein Bier. Deswegen sind wir hier. Yeah.
heißt Guttentag und Fräulein Gospodice. Herr Ober, das heißt Konobar, war in der Hitz, ich schwitze. Hitschwitsch, sagadagadagda, Hitschwitsch, sagadagadag. Dann ruf ich, gehen's Herr Konobar, a Werner braucht an Wen. Drauf sorgt er, mir so alles klar und schenkt dann die Flavatsch ein. Baratztavatz, Schlimmutterwitz, Baratztavatz, Schlimmutterwitz. Hey Baby, ans Farolina, ich stehe auf die Adria. Hey Baby, ans Farolina, ich stehe auf die Adria. Thomas und Bier, Mensch Meier, Sonnenbrand am Wellenstrand, deswegen Sommer hier. Raznici, Chivapcici, Pommes und Bier, Sonnenbrand am Wellenstrand. Deswegen Sommer hier. Ora Slavon, yeah! Amadeus, Amadeus, Ivanovic, Ivanovic, Reinhard Fendrich, Reinhard Fendrich, Dunja Reiter, Dunja Reiter, Katja Epstein, Roland Käser, bäh! Ungeheuerliches Lärmattentat auf meine Schaffensweise. Ich muss hier weg und zwar morgen. Ob dieser blöde Kapitän jetzt da ist oder nicht. Ruhe! Ruhe muss ich finden. Ich bin endlich auf mein Schiff.